Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir wieder auf meine Bücherwoche, auf meine gelesenen Bücher, Serien und auch so ein bisschen Podcast-mäßig. War, glaube ich, die Woche doch recht aktiv unterwegs. Nach wie vor stecke ich in der The Walking Dead Seriensucht. Ich habe jetzt in dieser Woche Staffel 4 und 5 gesuchtet. Und ich merke jetzt, als ich Staffel 5 auch so beendet hatte, dass ich mal dachte, du brauchst jetzt mal 1, 2, 3 Tage Pause. Also man merkt, dass einen dieses ernste Thema doch ganz schön mitnimmt. Aber ich denke, da gehe ich später nochmal mit drauf ein. Und dank der Seriensucht sind es diese Woche tatsächlich nur 2, 1/3 Bücher geworden. Denn ich habe ein abgebrochenes Buch dabei. Und auch grundsätzlich war die Woche zwar mit einem absoluten Highlight, was mir aber klar war, dass es eins ist, auch wieder eher so, was vielleicht doch irgendwie einfach an der Seriensucht liegt. Ich weiß es gerade nicht. Also das kann natürlich so ein bisschen mit hineinspielen, dass wenn man so eine komplexe Serie sich anguckt, die einen wirklich total vom Thema anspricht und packt, dass einen dann halt manchmal doch das ein oder andere Buch so ein bisschen trivial daneben vorkommt. Aber ja, das kann natürlich nur sein. Ich muss jetzt hier mal kurz, irgendwas passt hier gerade mit dem Stativ nicht. Ich hoffe, ja, doch, jetzt müsste wieder gehen. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit der Übersicht der Woche an. Und zwar das erste Buch, was ich beendet habe, gemeinsam in einer Lovely Books Leserunde, sind Die kleinen Wunder von Mayfair von Robert Dinsdale. Ein Buch, das mich vom Cover total angesprochen hat, auch vom Klappentext, was aber leider nicht ganz das gehalten hat, was ich mir erwartet habe. Das abgebrochene Buch der Woche ist Träume der Provence von Anja Saskia Bayer, eine Autorin, die ich über das Autorensofa im Grunde kennengelernt habe und auf deren Buch ich mich eigentlich sehr gefreut habe, weil auch das mir vom Cover und Klappentext mega gut gefallen hat, aber da nach einem Drittel einfach Schluss war. Und dann, ja, das Lebenshighlight, das Wochenhighlight, das Monatshighlight, das Jahreshighlight, der erste Teil der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Ich habe mir ja neben Harry Potter in diesem Jahr vorgenommen, den Herrn der Ringe zu rereaden, und das tun wir fleißig gemeinsam in einer Herr der Ringe Facebook-Gruppe, die ihr unten in der Infobox findet. Und der erste Teil wurde diese Woche von mir gelesen. Aber wir fangen natürlich, wie es sich gehört, von vorne an. Und zwar Die kleinen Wunder von Mayfair von Robert Dinsdale. Ich habe das Buch gewonnen über eine Leserunde auf Lovely Books. Habe auch jetzt in dieser Woche, ja, die Leseabschnitte waren im Grunde eingeteilt und wurden von mir gelesen. Und ich habe auch schon überall Kommentare hinterlassen. Und ich mag so Leserunden unglaublich gerne. Also ich lese ja sehr gerne mit Menschen gemeinsam Bücher. Gerne mit jemand anderem, zu zweit, zu dritt, in kleineren Gruppen. Aber natürlich auch das gemeinsame Lesenprojekt auf Lovely Books. Finden sich immer wieder Leserunden, wo man eben auch Bücher gewinnen kann. Und dieses Buch hatte ich eben auch auf der Wunschliste, da mir das Cover super gut gefallen hat und eben auch die Geschichte, die hinten drauf stand, wo es sich eben um den Spielzeugladen handelt, wo wir, glaube ich, auch Anfang 1900 waren. Ich weiß gar nicht mehr, ob da irgendwo das Jahrzehnt stand. Ja, 1906. Und es ist wirklich liebevoll von der Aufmachung. Super, super schön. Auch hier mit der kleinen Ballerina. Und also wirklich super schön. Das hat mich mega angesprochen. Leider war es dann doch nicht ganz so das Highlight, was ich erwartet hatte. Wir sind also im Jahr 1906 und wir treffen auf Kathy, die sich von ihrem Jugendnachbarsfreund hat schwängern lassen. Ich glaube im zarten Alter von 16, 17. Und sie soll von ihren Eltern aus in ein Mütterheim gebracht werden, wo dann im Grunde ihr Baby ihr abgenommen wird und sie in das normale Leben zurückkehren kann ohne Schande und auch das Kind ohne Schande im Grunde aufwachsen soll. Denn der Vater des Kindes, der ist doch ein Vatersöhnchen, müsste man ja sagen. Und er tut eben, was der Vater sagt und würde eben nie zu diesem Kind stehen. Ja, sie merkt aber, dass diese Entscheidung irgendwie nicht richtig ist und findet in der Zeitung eine Anzeige, die eingekreist wurde. Und dort heißt es eben Aushilfe gesucht. Und ein Spielzeugladen sucht eben Aushilfen, die irgendwie von der Welt flüchten. Also sie kann die Fragen, die dort gestellt werden,
ich weiß gar nicht, ach so, fühlen Sie sich verloren, ängstlich, sind Sie im Herzen ein Kind geblieben? Und sie kann all diese drei Fragen eben mit Ja beantworten und macht sich auf ins Emporium, welches nur zur Winterzeit geöffnet hat. Sobald der erste Frost kommt, bis dann eben der letzte Frost geht, ist der Spielzeughandel im Grunde geöffnet und es tobt darin das Leben mit selbstgebauten Spielzeugen des Besitzers Papa Jack und seinen zwei Söhnen. Und ja, Casey wird dort Verkäuferin. Sie verliert sich so ein bisschen in dieser wunderbaren Märchen-Spielzeugwarenwelt und ja, versucht eigentlich ja, auch das ein bisschen zu verbergen, dass sie eben schwanger ist. Und ja, als es aber dann darum geht, ja, dass alle Aushilfen das Emporium verlassen, ja, da macht sich natürlich Katie so ihre Gedanken, ja, was wird jetzt aus ihr und ihrem Kind? Und dann kommt aber einer der Söhne auf die Idee, sie im Grunde in einem dieser vielen Häuser, die unendlich groß sind im Spielzeugwarengeschäft, ja, zu verstecken und ja, ihr da im Grunde ein bisschen zu helfen. Und so lernen wir den Vater kennen, die Söhne kennen, auch Kathy kennen und das um die magische Welt, ja, des Spielzeugladens, denn darin geht nicht alles so mit echten, realen Dingen zu, denn wir haben ja Wälder, die aus Papier wachsen und die wirklich mitwachsen. Wir haben Räume, die klein erscheinen, aber im Innern riesengroß sind. Und was ich ganz toll fand, sind die Patchwork-Tiere, unter anderem Sirius, den wir hier kennenlernen, der eben eigentlich ein Tier ist, das wir aufziehen müssen, damit er sich bewegt, aber irgendwie doch sehr viel mehr Leben in sich trägt als so mancher Mensch zum Beispiel und ja, an den man doch sehr hängt und nicht möchte, dass man das irgendwann vergisst, dieses Aufziehen. Ja, wir treffen, wie gesagt, auch die beiden Brüder, Emil und Kaspar und ja, die beiden haben ja schon seit Kindesbeinen an eigentlich eine gewisse Rivalität gegeneinander. Sie führen miteinander Konkurrenz. Wer wird irgendwann mal dieses Spielzeuggeschäft übernehmen? Wer hat das bessere Spielzeug erfunden? In welchem Spielzeug steckt mehr Seele, mehr Eigenheit? Blub, blub, blub. Das war wirklich ein Part, der mir so gefühlt überhaupt nicht gefallen hat. Und dann, irgendwann sind wir dann auch ein paar Jahre später auch noch im Ersten Weltkrieg zu finden. Was ich persönlich nicht ganz so schlimm finde wie den Zweiten Weltkrieg. Aber ich habe mit keiner Miene irgendwie an eine Kriegsgeschichte gedacht. Das geht auch überhaupt nicht irgendwo hervor. Und bei 1906 dachte ich auch überhaupt nicht dran. Und ich hatte einfach eine ganz andere Erwartung an das Buch. Und mit diesen Erwartungen fange ich jetzt auch einfach mal an. Denn ich hatte halt wirklich dieses Spielzeugwarenleben irgendwie erwartet, dass wir viel in diesem Handel sind, dass wir auf Menschen treffen, die dort einkaufen gehen, auf Kinderaugen, die leuchten. Was macht es denn vielleicht mit Erwachsenen, wenn sie eben einfach wieder kindlich werden, wenn sie da an diese Vergangenheit erinnert werden und so weiter und so fort. Das hatte ich erwartet. Gerne auch die Probleme von Kathy, weil Kathy mochte ich eigentlich ganz gerne und ich kam auch mit ihrer Art sehr, sehr gut zurecht und ich konnte viele ihrer Ängste auch wirklich gut verstehen und das hat mir schon Spaß gebracht, Kathy. Also das ist die gewesen, mit der ich gerne mitgefiebert habe, auch Papa Jack, der uns natürlich auch eine Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt, die natürlich auch durch Vertreibung und so sehr geprägt war und was er natürlich an seine Kinder irgendwie weitergegeben hat, was aber absolut noch im Rahmen war. Aber als dann eben so der Schrecken des Ersten Weltkrieges kam, der ja damals noch der Lange Krieg, glaube ich, hieß, wusste man ja nicht, dass es irgendwann den Zweiten geben wird. Und das hat man hier drin auch sehr schön, finde ich, gemacht. Und aber das verändert halt einfach die Menschen und das hat den Schwerpunkt der Geschichte auf das magische, kindliche einfach sehr, sehr verlagert und das hat mir dann eigentlich nicht mehr gefallen, auch was dieser Krieg dann mit den Menschen wirklich gemacht hat und dass das in dieser Geschichte so ein großes Thema wurde. Auch diese Rivalität der beiden Brüder. Ich fand, es gab überhaupt keinen Grund, der Vater hat gar keinen Grund gegeben, warum die Kinder im Grunde irgendwie so sich gegenseitig in Konkurrenz stehen müssten. Das hat mich manchmal sehr, sehr angenervt, auch wie die beiden miteinander gesprochen haben, miteinander umgegangen sind, wie sie sich gegenseitig im Grunde fertig gemacht haben. Das hat für mich überhaupt nicht zu meinen Erwartungen gepasst und das ja, machte es für mich auch so ein bisschen kaputt. Es gab sehr schönes Spielzeug, das ist gar keine Frage, wenn es sich mal um das Emporium drehte, um die Zeit dort, um diese Magie, wo man im Grunde ja nicht so richtig weiß, was steckt irgendwie dahinter, dann merkt man schon, dass einem das wirklich gefällt, dass das wunderbar gelungen ist. Denn der Schreibstil,
des Autoren von Robert Dinsdale, die ist wirklich sehr einnehmend, sehr intensiv erzählt, sehr bildhaft, märchenhaft und ich fand auch unglaublich fantasievoll. Ich finde, das hat er wirklich großartig gemacht. Das hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und da muss man wirklich sagen, der Autor kann was. Nur leider hat er für mich eben nicht die Idee, die ich daraus erwartet habe, daraus gebaut, was ich einfach sehr, sehr schade fand. Und ja, Casey als Protagonistin fand ich, wie gesagt, großartig. Ich mochte sie gerne, ich konnte ihre Sicht auf die Dinge verstehen, wie sie was tat. Ich konnte das schon gut miterleben und das hat wirklich der Autor auch gut rübergebracht. Dieses Gefühlsleben, auch das Drumherum, hat er ganz, ganz toll gemacht. Schreibtechnisch wirklich ein tolles Buch. Leider hat mich halt einfach die Handlung, ich sag mal, ab wirklich so diesem Bruch zum Krieg hin nicht mehr gefallen. Auch so das Ende war dann so ein bisschen, wo ich dachte, was will mir der Autor eigentlich damit sagen und welche Geschichte wollte er eigentlich erzählen und passt, ach mein Katerchen, und passt diese Geschichte eigentlich zu diesem Cover, zu diesem Klappentext oder ja, wird man da komplett auf eine falsche Fährte gelockt, wie ich zumindest finde. Und ja, deswegen ist das nur ein okay Buch, weil ich Schreibstil durchaus sehr, sehr gut fand. Ich bin ja auch dran geblieben, aber wirklich so die Entwicklungen und Sonstiges, das hat mir einfach zu meinen Erwartungen nicht gefallen, was ich schade finde, aber ja, optisch ist es wirklich ein schönes Buch und ja, mal gucken, wo dieses Büchlein ja, dann im Grunde landen wird, weil es ist jetzt auch kein Highlight-Buch, was ich behalten werde, aber ich denke, das wird in gute Hände kommen und ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich natürlich ein paar schöne Lesestunden. Ich habe auch noch ein Zitat rausgeschrieben, das fällt mir gerade ein, als ich auf meinen Zettel guckte und zwar heißt es hier so schön, die Kinder kommen ins Emporium, weil sie Abenteuer erleben wollen, aber die Erwachsenen, weil sie daran erinnert werden möchten, dass Abenteuer einmal möglich waren, dass die Welt einst mit so viel Magie angefüllt war, wie ihre Fantasie nur hergab. Und ja, das fand ich wirklich schön. Das werde ich mir auch noch rausschreiben. Das habe ich jetzt nur auf den Zettel meiner Notizen sozusagen geschrieben. Und das wird auch noch in mein Zitatebuch sozusagen landen, weil ich das wirklich sehr, sehr schön fand. Ja, das nächste Buch habe ich dann schon parallel zum Herrn der Ringe gelesen, beziehungsweise habe ich im Herrn der Ringe versucht, jeden Tag schon meinen Abschnitt zu lesen. Wollte das ja auch so ein bisschen genießen. Ich habe dann eher am Wochenende versucht, ja, den Herrn der Ringe aufzusaugen. Daher habe ich zwischendrin eben noch Träume der Bromance begonnen von Anja Saskia Bayer. Muss aber sagen, dass ich nach etwas über einem Drittel gefühlt, also bei knapp 120 Seiten, habe ich abgebrochen. Und ja, das finde ich tatsächlich auch wieder schade, weil mir das Cover super gefallen hat, auch der Klappentext, dass wir uns eben ja nach Frankreich begeben. Ich hatte hier so eine spätsommerliche Stimmung vor Augen, dass wir ein bisschen landschaftlich was erleben, vielleicht auch gerne ein bisschen Romantik, was so ein bisschen das Kontrastprogramm zu The Walking Dead sein sollte. Das Wetter hier hat absolut perfekt gepasst, denn wir hatten ja einen wunderbaren Spätsommer, aber ja, ich kenne, wie gesagt, die Autorin über die Autoren-Lounge, also über das Autoren-Sofa, wo ich ja ganz viele Autoren auch schon entdeckt habe und wo ich im Grunde auch als Blogger so ein bisschen aktiv bin und habe jetzt im Grunde das erste Buch von ihr selbst im Grunde gelesen. Also ich hatte vorher noch kein Buch von ihr. Und wir treffen hier auf Marie, eine alleinerziehende Mutter. Der Sohn Robin ist 15 Jahre alt, leidet an einer Autoimmunkrankheit, deren Namen ich mir mal wieder nicht merken kann. Und aus mir unerfindlichen Gründen muss man unbedingt eine Behandlung in den USA fokussieren. Allerdings fehlt es Marie da leider an Geld, bis dann ihr Sohn ein Gemälde von den Großeltern oder der Großmutter findet. Also die Großmutter ist auf diesem Gemälde. Und man denkt eben, ja, dass da im Grunde ja das auch ein bisschen wertvoll ist. Und so reisen sie in das Künstlerdorf der Oma sozusagen nach Südfrankreich. Und daher wird dann der Erzählstrang eben auf der jetzigen Zeit. Und wir sind auch in 1966, also Mitte der 60er, eben in der Provence, haben hier eben auf diesen ja, Zeitwechsel, diesen Ebenenwechsel. Und ja, so ist jetzt Marie auf den Spuren ihrer Mutter unterwegs, denn aus dieser Zeit weiß sie gefühlt überhaupt nichts und sie kann eben ihre Mutter auch nicht mehr fragen und ist dann doch ganz verwundert, was sie eben alles nicht über ihre Mutter weiß. Und ja, das ist so, glaube ich, im Groben das, was gefühlt passiert ist. Was dann sonst noch passiert, das kann ich leider gar nicht so genau sagen, weil
mir der Schreibstil leider gar nicht gut gefallen hat. Das ist ein sehr einfacher, platter Schreibstil mit sehr wenig Beschreibungen, was so die Charaktere angeht, die Gefühle angeht, die Umgebung angeht. Man hatte auch nach 120 Seiten noch keine so richtige Vorstellung, wer ist Marie, wer ist die Mutter, also na, wie sehen die aus, wie funktionieren die, was steckt da zwischen denen. Auch zum Sohn, ich habe irgendwie nicht verstanden, warum diese Therapie in den USA gemacht werden muss. Ich hätte das ja bei so einer autistischen Krankheit durchaus eingesehen, wenn man sagt, diese Delfintherapien oder so, die gibt es halt in Deutschland nicht. Da muss man meistens irgendwie auswärts ja was suchen, aber eine Autoimmunkrankheit, es gab keine logische Erklärung, warum das nicht auch einfach dort gemacht werden konnte. Das wirkte für mich unglaublich konstruiert, einfach nur, dass man eine Geschichte irgendwie hat, eine Hintergrundgeschichte, dass man eben einen Grund hat, dass man da nach Frankreich müsse, und für mich hat sich das einfach überhaupt nicht echt angefühlt und eben auch so diese ganzen Beschreibungen, so, die haben mir einfach sehr, sehr gefehlt und ich kam in den Schreibstil von ihr überhaupt nicht rein. Also ich fand, Anja Bayer hat für mich das irgendwie nicht so, ja, so schön auch formuliert, wie es zum Beispiel einfach Robert Dinsdale gemacht hat. Und natürlich kann ich jetzt High Fantasy nicht mit einem, ja, Roman irgendwie vergleichen, aber irgendwie muss ich mir doch die Menschen und die Umgebung vorstellen können und auch einfach die Begründung, weswegen. Die Zeitebenen, die dann eben anfingen, die waren ganz schön dargestellt, also man hat schon gewusst, dass man jetzt oder ist man eben 1966, das fand ich ganz gut, aber es hat mich jetzt auch nicht gereizt, ja, diese Künstlerin 1966 in Frankreich zu begleiten. Also es war für mich leider irgendwie, boah, sehr ziehende 120 Seiten und ich habe dann halt auch gemerkt, ach, eigentlich hast du gar keine Lust, das weiterzulesen. Und ich bin ja überhaupt niemand, der sich irgendwie zum Lesen quält oder sonstiges. Ich bin jemand, der gar kein Problem hat, Bücher abzubrechen. Man tut es nicht gerne, man tut es auch nicht leichtfertig, gerade dann auch nicht, wenn es natürlich ein Rezensionsexemplar ist, aber warum sollte ich da wertvolle Zeit einfach investieren? Die gibt mir ja am Ende auch keiner mehr wieder. Und ja, so habe ich es dann eben nach 120 Seiten abgebrochen. Und ich glaube, es war auch gut so. Und ich glaube auch, dass mich die Geschichte einfach nicht weiter hätte begeistern können. Und zum letzten Buch der Woche muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Ja, es ist Der Herr der Ringe, Die Gefährten von J.R.R. Tolkien. Und das ist meine Carus-Ausgabe, die schon sehr alt und sehr mitgenommen aussieht, aber ich liebe sie, denn ja, es ist eben die Carus-Ausgabe. Es ist meine präferierte Ausgabe und ich werde alle drei Bände in dieser lesen und ja, ich greife auf gar keinen Fall zu einer Kriege-Übersetzung. Ich überlege schon, ob ich die auch sogar ausmiste, aber es gehört halt so ein bisschen Sammlerwert dazu. Na, man könnte es natürlich auch im Original lesen, aber ich glaube, dafür fehlt mir so ein bisschen die Muse, das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, wir haben ja gemeinsam jetzt im Oktober den Vorsatz gefasst, mit Herr der Ringe anzufangen. Es ist ja mein zweites Reread-Projekt in diesem Jahr, nach Herr der Ringe, nach Harry Potter, jetzt Herr der Ringe. Und wir lesen im Oktober, November, Dezember eben jeweils einen Teil. Und ja, ich bin total begeistert und fasziniert. Ignoriert weiterhin den Kater, der sich gerne im Flur hallig singen hört sozusagen. Also ihm geht es gut, macht euch keine Gedanken. Ja, der Herr der Ringe. Ich glaube, zur Story muss man nicht mehr viel erzählen. Wir haben hier Hobbits, kleinwüchsige ja, Lebewesen, die im Auenland leben, die wir auch zu Beginn sehr ausführlich kennenlernen. Und ja, wir treffen dort eben auch auf ja, Zauberer, auf Elben, auf Dunedain, auf Waldläufer, auf Menschen und Zwerge. Und ja, wir haben hier eben einen Ring der Macht und ja, der soll im Grunde vernichtet werden. Und dass das eben kein Spaziergang durch Mittelerde ist, das zeigt uns dann spätestens die Karte, die hinten drin auch mit drin hängt, die ich gefühlt eigentlich gar nicht mehr brauche, weil ich Auenland so gut kenne wie meine eigene Stadt. Was jetzt vielleicht nicht? Ich glaube, ich kenne das Auenland, Mittelerde besser als meine eigene Stadt. Ja, ich würde jetzt mal so sagen, ja. Und ja, darum dreht sich im Grunde der Herr der Ringe. Und ich meine, jeder hat, glaube ich, schon mal davon gehört, spätestens seit den guten Verfilmungen, die aber doch immer schlechter wirken, wenn man gerade das Buch liest. Das finde ich zumindest. Da merkt man erstmal, was Peter Jackson alles weggelassen hat, was er verdreht hat, was meiner Meinung nach auch manchmal
unverzeihlich ist an Änderungen. Und da bin ich noch nicht mal beim Hobbit angekommen, über den ich mich ja tierisch aufregen kann ab dem zweiten Teil. Herr der Ringe hat er ganz gut gemacht, das kann man ihm gar nicht abstreiten. Und ja, es ist auch manchmal gar nicht so leicht, die Bilder aus der Verfilmung aus dem Kopf zu bekommen, weil man die gefühlt eben einfach öfter gesehen hat, als man das Buch gelesen hat. Bei vielen Charakteren klappt es aber tatsächlich, dass meine Figuren im Kopf auftauchen. Und ja, das ist ganz gut. Auch sieht mein Bruchtal eben aus wie mein Bruchtal und nicht wie im Film. Und ja, über Lothlórien, das bei mir nochmal ganz anders aussieht als in dem Film, wollen wir auch gar nicht sprechen. Aber das ist auch gar nicht, ich möchte hier keinen Buch-Film-Vergleich starten. Ja, es ist eine Geschichte, die mir extrem unter die Haut geht. Und das fängt schon nach 3, 4 Seiten an, wenn wir das über die Hobbits erfahren, wenn wir im Auenland sind, wenn wir dieses ganz, ganz tolle Volk kennenlernen und die so liebenswürdig und unterhaltsam sind und im Grunde schon noch so jung geblieben, weil die sehen ja auch mit 33, werden die ja erst volljährig und ich muss mir mal vorstellen, dann wäre ich das noch gar nicht so lange und die einfach so eine Lebensfreude in sich tragen und die keine Probleme kennen und ja, die einfach sie sein können und werden dann eben mit so einem großen Thema konfrontiert, wie eben das dass da das Grauen vor der Tür wartet, dass da schwarze Reiter unterwegs sind, dass da es irgendetwas aus der Vergangenheit gibt, was Legende wurde und dass sie sich hier irgendwie auf den Weg machen müssen, um diesen Ring im Grunde irgendwo am anderen Ende der Welt sozusagen eigentlich zu vernichten und da zwar begleitet werden von doch Größen ihrer Zeit, aber ja, na, das ist halt einfach was einen sofort mitreißt. Und ich hatte auch wieder meinen klassischen Gänsehautmoment, den ich seit dem ersten Lesen immer wieder habe. Und das ist, wenn wir in Bre sind, im tänzelnden Pony, im Gasthof zum tänzelnden Pony und dort auf Streicher treffen. Und Streicher war meine erste große Buchcharakterliebe. Und den, wenn ich am Kamin sitzen sehe, also ich sehe ihn tatsächlich da sitzen, dann habe ich immer noch eine Gänsehaut. So war schon vor über 20 Jahren, oh mein Gott, tatsächlich. Und es ist auch heute noch so. Und immer wieder, wenn ich meinen Streicher vor Augen sehe, ich finde Viggo Mortensen macht das sehr, sehr gut. Allerdings, er macht das sehr gut, gar keine Frage. Ich finde jetzt zum Beispiel auch den Schauspieler, der Rick Grimes in The Walking Dead spielt, den finde ich tatsächlich auch einen sehr gelungenen Aragorn. Aber meiner sah halt einfach nochmal anders aus. Und er hat sich auch ein bisschen verändert mit den Jahren. Also ich glaube, wie ich wirklich so 13, 14 war, sah er ein bisschen anders aus, als ich jetzt dann mit 20 war. Aber er begleitet mich. Und das ist immer wieder ein Gänsehautmoment, wo ich denke, Tolkien schafft es schon in diesen 10 Zeilen über Streicher etwas herauf zu beschwören im Grunde, was ihnen schon unglaublich viel Charisma gibt, Aura gibt und man weiß, irgendetwas umgibt diesen Mann, was es zu entdecken sich lohnt. Und das erfährt man ja dann im Fortgang der Geschichte. Und ich bin einfach hin und weg. Also ich war total überrascht, wie schnell doch alles in dem Buch passiert. Ich hatte das gar nicht mehr so schnell in Erinnerung. Ich meine, das Buch hat ja doch fast 500 Seiten. Mir kam das alles unglaublich schnell vor. Ich war total überrascht, wie schnell wir das Auenland verlassen haben, wie schnell wir bei Tom Bombadil waren, wie schnell wir im Grunde dass unterwegs waren, wir in Bruchtal waren, wir in Moria waren und dann in Lothlórien, tuck, 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 tuck. Und ich dachte immer, das habe ich gar nicht so schnell in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man die Geschichte einfach kennt und dadurch natürlich gefühlsmäßig schon so ein bisschen auf alles vorbereitet ist und es einfach Tolkien mit den vielen Beschreibungen einfach unglaublich leicht macht, im Grunde der Geschichte zu folgen, dass eben wirklich ein Film abläuft, zumindest in meinem Kopf, dass es das einfach leicht macht oder eben tatsächlich einfach, weil man es liebt. Also das kann man sich jetzt aussuchen, woran es lag. Ich fand wirklich, dass alles sehr schnell passierte und dennoch halten wir immer in diesen schönen Momenten so inne und haben dann eben auch so Weisheiten wie nicht jeder, der wandert, geht verloren. Das ist ja ein Satz, den ich unglaublich liebe. Und das ist einfach toll. Also wenn Gandalf spricht, da steckt so viel Weisheit dahinter oder auch Bilbo, wenn erzählt. Und man muss ja den Hobbit nicht zwangsläufig kennen, weil ja sehr viel aus dem Hobbit hier im Grunde so in Erzählungen nochmal erzählt wird. Weil man natürlich, also nicht jeder muss den Hobbit gelesen haben, um hier zurechtzukommen. Im Grunde erfährt er hier sogar die Wahrheit, weil im Hobbit ja Bilbo manches ein bisschen verschönert hat. Und hier erfährt man dann ja sozusagen die tatsächliche Wahrheit, wie dann eben auch der Ring gefunden wurde und sonstiges. Und
Es ist ein großartiges Buch, es ist eine großartige Geschichte und ich freue mich jetzt schon auf den 1. November, wann es dann mit dem zweiten Teil weitergeht, den ich noch einteilen möchte diese Woche. Und ja, ich freue mich da einfach mega drauf aufs Weiterlesen. Und ich habe ja im Grunde die Woche um den 1. November frei und vielleicht fange ich tatsächlich am 1. November an und ja, lese direkt den zweiten Teil weiter. Oder man liest ihn natürlich Ende November, sodass man dann den dritten direkt Anfang Dezember liest und dann so in einem wegliest. Aber ich bin noch unentschlossen. Aber großartige Geschichte und jeder, der High Fantasy mag, kommt eigentlich am Herrn der Ringe überhaupt nicht vorbei und muss ihn lesen. Und ich empfehle wirklich die Carus-Übersetzung und ich habe ja im letzten Video schon versucht, so ein bisschen zu erklären, warum das einfach der Fall ist, weil sie sich für mich einfach viel, viel echter anfühlt. Also ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht muss man auch einfach beide gelesen haben und herausfinden, welche einem besser gefällt. Wer es vielleicht nicht ganz so High-Fantasy-lastig mag eigentlich und leichter anfangen möchte, der tut sich vielleicht mit der Kriege-Übersetzung tatsächlich leichter. Meine Präferierte ist eben die Carus, weil es auch die ist, die ich eben als erstes kennengelernt habe und die ich einfach so ins Herz geschlossen habe und das tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Meine Güte. Da merkt man, dass man alt wird, ne? Aber okay. Ja, was gab es sonst noch die Woche? Also wir hatten ja einen wunderschönen Spätsommer. Es war eine sehr sonnige, warme Woche, wo man wirklich in den Mittagspausen rausgegangen ist, auch abends nochmal eine Runde um den Block gehen konnte, wo es natürlich, wenn man in der Spätschicht ist und die geht bis 6:45, dann schon ein bisschen dunkler ist. Aber es war unglaublich mild und es war richtig schön und man konnte auch morgens seinen Kaffee noch auf dem Balkon trinken und es war eine richtig schöne Woche. Auch das Wochenende super sonnig. Wir haben nochmal abschließend gegrillt, was wirklich toll war und also voraussichtlich abschließend gegrillt. Wenn natürlich der Oktober weiterhin so schön bleibt, grillt man ja vielleicht nochmal, das weiß man nicht, aber es war einfach super, super schön, die Tage draußen zu verbringen und im Garten nochmal zu liegen und spazieren zu gehen und ja, dann hat der Herbst natürlich auch so seinen Charme. Also das kann man da natürlich, muss man natürlich so sagen und es ist ja jetzt auch nicht mehr lange bis zu meinem Urlaub, da freue ich mich auch drauf, ich habe nichts Großartiges vor, aber ja, einfach nochmal so ein bisschen vielleicht die Batterien auftanken, bevor dann der kalte, dunkle Winter irgendwie kommt. Und ja, das ist jetzt, wenn ihr das Video seht, im Grunde noch eine Woche. Jetzt von mir sind es noch ein bisschen was, 1,5 Wochen, aber also fast 2, ne? Aber ja, ja, weiterhin habe ich natürlich The Walking Dead geguckt und ihr seht ihn hier auch schon stehen. Daryl Dixon ist bei mir als Funko eingezogen. Ich habe ihn euch auch auf Instagram gezeigt, wenn ihr es da gesehen habt. Und ich finde den, also ich wollte ihn eigentlich erst mit seinem Motorrad, habe mich aber dann doch ein bisschen für die gruseligere Variante entschieden. Und das ist niedlich, dass er auf der Weste auch seine Flügel hat. Also wie er das halt wirklich in der Serie auch hat. Ja, wie man sieht, ich bin da absoluter Fan. Ich bin da absolut im Fieber. Und Daryl Dixon ist für mich einfach der unschlagbar geilste ja, Charakter aus dieser Serie und der einfach, also nicht, dass ich auch so wäre, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber der tatsächlich so ein Vorbild wäre, so zu sein, wenn mal irgendwann eine Zombie-Apokalypse auf Erden wäre, ja, so auf der Harley mit einer Armbrust, ich glaube, das kann sich jetzt jeder bildlich vorstellen, nein, nicht, ne, aber ja, der durfte bei mir einziehen. Ich habe in dieser Woche Staffel 4 und 5 geguckt. Hab also jetzt in 2 Wochen 5 Staffeln gesuchtet und das ist jetzt aber auch, denke ich, erstmal so, ich muss jetzt mal durchatmen. Also ich merke das schon, dass mich dieses Düstere sehr, sehr mitnimmt und ich bin ganz froh, dass es draußen schön ist, sodass ich diesen Ausgleich habe. Ich glaube, dass das keine Serie für mich wäre im depressiven Winter. Muss ich ganz klar sagen, ich wüsste nicht, wie es mir da so mitginge, wenn es draußen dunkel ist und dann in der Serie düster. Und ja, wir verfolgen ja diese Gruppe von Überlebenden dieser Zombie-Apokalypse weiterhin. Und es passiert natürlich immer wieder, dass wir auch auf andere Gruppen Menschen treffen und meistens sind die ja nicht ganz so nett. Das ist ein bisschen anstrengend, an mancher Stelle immer wieder abzuwägen mit den Charakteren, die man halt lieb gewonnen hat. Es gibt auch viele, ja, die Charaktere, die man ans Herz geschlossen hat, die dann auch sterben. Also auch hier gibt es so ein bisschen Kill Your Darlings. Ich finde, es könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr sein. Manche kommen doch so ein bisschen mit der heilen Haut davon, wo ich denke, naja, eigentlich wärst du aus der Situation jetzt nicht mehr lebend rausgekommen. Aber das kann sich ja alles noch passieren, ne? Es können ja durchaus noch Lieblingscharaktere sterben. Ich meine, wenn man mal The Walking Dead googelt,
um einfach mal zu gucken, wie ist das so, welche Schauspiele spielen mit. Da erfährt man ja gefühlt schon, was in der 9. Staffel passiert, beziehungsweise wer zumindest noch da ist oder der dann irgendwie vielleicht verschwindet, wo ich denke, ach Leute, müsst ihr das wirklich schon so auf der ersten Google-Seite besprechen? Ja, das finde ich ein bisschen schade. Faszinierend finde ich einfach immer wieder die Synchronstimmen. Ich bin ja ein absoluter Stimmenfetischist, das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ich muss immer wissen, wer was wann wie spricht. Und Daryl Dixon hat ja die gleiche Synchronstimme wie Sherlock Holmes in der gleichnamigen Serie. Das finde ich grandios. Und der Governor zum Beispiel hatte ja die Stimme von Ralph Fiennes, wenn er Voldemort spricht, beziehungsweise von Gary Oldman, wenn dieser nicht gerade in Harry Potter spielt. Das muss man auch erstmal so. Ja, das finde ich immer total faszinierend. Wir haben ja auch die Stimme von Buffy ist mit dabei und von Reese Witherspoon ist eine Stimme mit. Also das ist total faszinierend. Ich stehe total auf sowas und manchmal fällt es einem wie Schuppen von den Augen und dann weiß man sofort, ah, das ist ja der und der. Ich finde das total lustig. Also wenn man einfach mal die Augen zumacht und sich die anderen Figuren herbeidenkt, das ist, also wer dann hier durch The Walking Dead läuft, ist... Ja, ich überlege tatsächlich auch mal so einen Comic zu lesen, bin mir aber nicht sicher, ob mir das nicht zu brutal wäre, zu, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt, denn die Serie basiert ja auf einem Comic. Ich habe jetzt auch eine lustige Rezension gelesen auf Amazon zu diesem Comic, wo der sich über den Comic beschwert, dass das ja überhaupt nicht nahe an der Serie ist und auch Charaktere aus der Serie irgendwie fehlen. Und ich mir dann so dachte, na Junge, aber die Serie basiert doch auf dem Comic. Also, weil Daryl Dixon ist ja, glaube ich, soweit ich jetzt verstanden habe, kein Charakter, den es in den Comics gibt, sondern der eben für die Serie erschaffen wurde. Und der fehlte ihm natürlich im Comic. Und hat er sich darüber aufgeregt, warum der geilste Charakter im Comic fehlt. Und ich mir dann auch mal so dachte, vielleicht sollte man dem Rezensenten mal sagen, dass es genau umgekehrt ist. Also, dass man nicht wie bei Sherlock einen Manga auf die Serie gesetzt hat, sondern eben der Comic eben zuerst da war, also das Huhn und das Ei, ne, sozusagen. Aber das fand ich ganz lustig. Aber ja, also ich bin weiterhin total gehypt, total in der Sucht, gar keine Frage. Aber ich werde jetzt wohl einfach mal 2-3 Tage Pause machen. Vielleicht auch mal einen lustigen Film angucken zur Abwechslung. Mal was zum Lachen und ja, einfach mal so diese Düsternis dieser Zombie-Apokalypse so ein bisschen, ja, so zur Seite schieben. Und mir denken, okay, das Leben ist eben auch eigentlich ganz schön. Ja, ansonsten war ich diese Woche auch ein bisschen podcast-süchtig. Deswegen gab es auch kein Hörbuch diese Woche. Ich bin weiterhin total fasziniert vom Podcast von Weltwach. Ich habe ihn euch ja auch bei meinen Top-Podcasts vorgestellt. Im Video habe ich euch ja diese Empfehlung gegeben. Und ich hatte da noch so ein paar, die ich eben nicht angehört hatte, also auch anprobiert habe. Nicht jedes Thema ist natürlich faszinierend für einen selbst. Das muss man natürlich so ein bisschen herausfinden. Aber ich habe diese Woche wieder einige gehört, zum Beispiel über eine Frau, die mit Anfang 30 beschlossen hat, sie besteigt die höchsten Berge der 7 Kontinente, weil ja irgendwie Südamerika und Amerika getrennt sind und noch irgendwas. Ist auch Alaska extra, ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann gibt es eben diese 7, ich habe schon wieder den Begriff vergessen, Submits. Ich weiß gerade nicht. Fand ich einen total faszinierenden Podcast. Spätestens, wenn sie dann eben an Mount Everest ankommen. Das ist ja so mein Berg, wo ich immer denke, also wenn du mal einen Berg besteigen solltest, dann den Mount Everest. Ja, und man so denkt, im Grunde nach so einem Podcast, los, Rucksack drauf, wir besteigen hier den Mount Everest. Das klingt immer so leicht, obwohl die natürlich immer beschreiben, wie schwer das ist. Das ist gar keine Frage. Aber es weckt in einem immer so diese Abenteuerlust und eigentlich, glaube ich, bin ich tief im Herzen überhaupt kein Abenteurer. Das muss ich leider zu meiner Schande auch gestehen. Ich glaube, dass ich überhaupt nicht mich dafür eignen würde, auf einem Mount Everest 4 Tage lang eine Station hoch, eine Station runter, eine Station hoch, wieder runter. Einfach, dass sich ja der Sauerstoff im Blut daran gewöhnt, dass man eben in die Höhe steigt. Und das macht man oben nochmal und nochmal. Und ich glaube, ich hätte irgendwann gar keinen Bock mehr zu sagen, ach, jetzt gehe ich den gleichen Weg wieder runter, nur damit sich der Körper daran gewöhnt. Ich glaube, ich wäre auch einfach zu ungeduldig. Aber nichtsdestotrotz liest es, also hört es sich grandios an. Und es macht mir unglaublichen Spaß in dem Moment, wo ich sonst halt einfach Hörbuch höre, einfach Podcasts zu hören. Ich glaube, jetzt wird es diese Woche mal wieder Zeit für ein Hörbuch, weil mir tatsächlich das auch so ein bisschen fehlt. Da muss man natürlich so ein bisschen das Gleichgewicht finden. Diese Serien- und Podcast-Sucht, die, da muss auch einfach mal gefrönt werden. Aber man merkt halt dann so, okay, hat man auch mal wieder Lust auf was anderes. Und ich denke, dass diese Woche auf jeden Fall auch ein Hörbuch wieder mit dann dabei sein wird. Und
Ja, ich glaube, das war es so im Groben zu der Woche auch. Ich glaube, viel mehr ist auch nicht passiert, außer dass natürlich die Frankfurter Buchmesse gewesen wäre, also gewesen ist. Ich ja leider nicht dort war, weil ich einfach auch keinen Urlaub bekommen habe, weder Freitag noch Montag, dass man irgendwie gesagt hätte, man muss nicht Samstag los und Sonntag wieder zurück. War ein bisschen schade. Es war schon so, dass einem dieses Messegefühl ein bisschen gefehlt hat, auch wenn jetzt Frankfurt ja nicht meine präferierte Messe ist. Also ich bin ja eher wirklich so ein Fan der Leipziger Buchmesse, weil das einfach so ein bisschen kompakter ist, alles näher ist, es ein bisschen persönlicher auch ist und man eben nicht immer so diesen Handel so dahinter eben spürt, wo man ja durchaus schon Samstag, Sonntag merkt, dass viele Stände leer sind, weil die sich halt wirklich nur auf den Handel, auf die Pressetage bis Freitag im Grunde konzentrieren, was ich halt immer sehr schade finde, weil wenn man halt als normaler Besucher nur Freitag, Samstag, Sonntag kommen darf, möchte man ja auch noch alle Stände sehen und so hätte ich halt unglaublich gerne den Pressetag vom Freitag mitgenommen, aber es war dieses Jahr einfach nicht möglich, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Leipzig ist auf jeden Fall fest eingeplant, die ist ja so um den 20. März, wenn ich mich nicht irre, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf und ja, werde da denke ich auch einen Tag länger mal bleiben, vielleicht auch mal was von Leipzig sehen, aber ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, aber es ist natürlich auch noch ein ganzes Stück hin, wobei, wenn man jetzt so sich das Wetter anguckt, in Leipzig dieses Jahr lag Schnee, während jetzt ja mitten im Oktober 27 Grad auf der Frankfurter Buchmesse war, also irgendwie war das dieses Jahr verdreht, man hat ja Hoffnung, dass dann nächstes Jahr, wenn die Buchmesse ist, in Leipzig, dass es dann keinen Schnee mehr gibt, würde ich auch sehr hoffen. Ich habe nichts gegen Regen, aber der Schnee in diesem Jahr, also das werden wir wahrscheinlich alle nicht vergessen. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, und ich denke, das war es jetzt auch zu dieser Woche von mir. Mich interessiert natürlich immer, was habt ihr so ein bisschen gelesen? Was habt ihr für eine Seriensucht aktuell? Seid ihr vielleicht auch bei The Walking Dead irgendwie dabei? Da läuft ja aktuell die 9. Staffel. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr die Serie kennt, wer ist denn da so euer Lieblingscharakter oder welche Charaktere mögt ihr besonders gerne? Bitte spoilerfrei, wenn es geht. Für alle die, die eben halt auch noch nicht so weit sind wie die aktuelle Serie. Und ja, schreibt mir auch gerne, ob ihr beim Herrn der Ringe Reread dabei seid, ob das was für euch ist. Und ja, freue mich jetzt auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes, erholsames Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.